Mal eben, Freunde, seid mal ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen hier auf dem Schiff von Leisure Suite Larry. Und wir haben letztes Mal probiert, ich will noch mal ganz kurz hier, das sind die Biber. Okay, wir hatten, genau, das war gar nicht das Gleitspray, wenn ich das richtig erinnere. Wir hatten letztes Mal probiert hier, ich war davon ausgegangen, wir müssten das Gleitmittel haben, aber das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Sie ist wirklich unverschlossen. Ja, ich glaube, es reicht. Aber was machst du in einem Behälter voller Bowlingpins? Ja, das wissen wir. Und wenn wir auf jeden Fall die Bowlingbahn gleich betreten, wissen wir zu schätzen, was hier alles abgeht. Wir haben es von innen gesehen. Ne? Das ist auf jeden Fall amtlich. Und ich glaube, wir können das einfach mit dem Deo-Spray. Weil Deo-Spray und das Orgasmus-Pulver, ich glaube, das hat den riesen Bums. Ich weiß es nicht mehr genau, aber wir haben nur das Deo-Spray. Insofern kann es nicht anders sein. Gute Idee. Du öffnest vorsichtig die Behälter ein und sprühst die ganze Dose Deodorant auf die Pins. Ja, es riecht noch, die Nummer 3, ne, riecht echt noch leicht nach Deo. Ist immer geil, wie die grinsen, ne? Ja, yeah, gib mir mal ein Nüsschen. Ich bin ein Nüsschen. Wer ist ein Nüsschen? Ich bin ein Nüsschen. So, wupp. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal. Aber wir haben noch nicht alles. Ich meine, wir haben noch nicht alles. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen dealen. Und das werden wir jetzt mal machen. Beziehungsweise. Gar nicht wahr. Wir werden nochmal. Seht ihr ein Dildo? Ich sehe kein Dildo. Wir werden jetzt nochmal. Map. Wir gehen nochmal zu Exquisite. Können wir da nochmal direkt hin? Ja, genau. Und jetzt, meine lieben Leute, präsentiere ich euch was. Es ist eklig. Es ist eine Orgie. Wir werden jetzt an eine Orgie teilnehmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es wird fatal. Also wer jetzt zart beseitigt ist, der möchte bitte wegschauen. Aber wir müssen jetzt mal hier mit dem. Wo haben wir den? Schraubenzieher. Wir wissen ja, Exquisite, das hatte Peggy, glaube ich, gesagt, und der geht durch die Gänge und wir wollen auch durch die Gänge, liebe Leute. Aber sowas von durch die Gänge. 675 Punkte. Das müsste dir schmecken. Da ist Schlagsahne drauf. Ja. Ja, was haben wir denn hier? Ist alles so dunkel. Du. Oh, sehe ich nicht heiß aus? Was haben wir denn hier sonst? Es bleibt dunkel. Was haben wir hier? Klebriges Zeug. Oh. Es ist irgendwas Klebriges. Diese Typen wissen aber wirklich, wie man feiert. Ja, ja. Die können wir da mal lecken? Bist du sicher, dass du daran lecken willst, ja, ja. Larry? Denk genau nach, Larry. Oh mein Gott. Und antworte lieber nicht. Schmeckt ein wenig wie Hühnchen. Ganz sanft. Hühnchen, das? Oh, auch klebriges Zeug. Bist du sicher, dass du daran lecken willst, Larry? Denk genau nach, Larry. Und antworte lieber nicht. Schmeckt ein wenig wie Hühnchen. Okay, also Hühnchen, was haben wir sonst noch hier? Was ist hier? Ach, wir sind jetzt hier, okay? Warmer Körper. Ganz sanft. Wow. Okay, das war mal, glaube ich, keine Frau. Wir probieren es trotzdem mal. Oh, welches Ferkel hat er mir rumgeleckt? Das ist wunderbar. Wunderbar? Das war Larry. Larry war es. Warmer Körper. Wow. Okay, gibt es denn hier keine Frauen? Warmer Körper. Hey. Du verrechnest dich beim Zielanflug und leckst nur an kalter Luft. An kalter Luft, okay. Gibt's hier keine Frauen? Hey! Oh, ich will Frauen. Klebriges Zeug. Oh mein Gott. Matschiges Zeug. Fühlt sich wie ein großer Haufen Schlagsahne an. Oh, lustig. Batsch, batsch. Matsch, matsch. Es ist wirklich Schlagsahne. Oh, ich glaube, spaßig. Das ist. Oh, welches. Naja, gibt's denn hier keine Frauen? Ich will Frauen. Bist du sicher? Denk. Nein. Schmeckt. Okay, also es ist so, liebe Leute, ne? Hey! Hey! Das ist. Du verrechnest dich beim Ziel. Okay. Aber keine Frauen, liebe Leute. Hey! Aha. Wow!
Das müsste dir schmecken. Ja, ja, bestimmt. Da ist Schlagsahne drauf. Okay. Hey, Baby. Wow. Fühlt sich wie ein groß... Oh, look. Okay. Mehr. Mehr. Ja, 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 ja. Okay, das scheint also... Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Oh. Warmer Körper, wo sind wir denn jetzt wohl? Larry, komm mal her. Ich glaube nicht, dass ich da widerstehen kann. Okay, um dir das zu beweisen, dass es tatsächlich so ist, dass du nicht widerstehen kannst, werden wir jetzt mal hier Folgendes machen. Hey, ich will mitmachen. Ich auch. Okay, Mädels, wer will mich als Erste? Kommt nicht alle auf einmal. Was zum Teufel redest du da? Mach das Licht an. Nachtisch-Geschmackstest für Blinde? Oh, das war knapp. Ist doch schön, wenn man weiß, dass auch die Sehbehinderten sich eine schöne Zeit machen. Idiot! Blödmann! Miniaturist! Noch hat mich niemand gesehen. So weit, so gut. Oh, davon hätte ich ja gerne ein Häppchen als Nachtisch. Larry, wenn du so nett wärst, komm her. Und schon dem Anlass entsprechend gekleidet. Ja, wer ist das? Hier muss ich cool vorgehen. Ja, ich bin immer gern angezogen. Also, ich meine, entsprechend. Was ein Quatsch. Was für ein Hammel. Ich habe ein Problem, Larry. Der alte Mann. Oh, der alte Kerl im Rollstuhl? Sie muss eine Krankenschwester sein. Ja, genau der. Ich bin müde, Larry. Ich habe das aus einem bestimmten Grund getan. Um eine reiche Witwe zu werden. Aber ich bin so müde vom Warten. Du verstehst mich? Sie liebt ihren Beruf, aber er lässt ihr keine Zeit mehr für Sex. Oh, ich verstehe dich. Ich dachte, es sei einfach. Er sieht aus, als ob er jede Sekunde vornüber kippen könnte. Aber er spart seine Kräfte, bis wir zurück in der Kabine sind. Und dann nimmt er mich ran bis zum geht nicht mehr. Ich hab's satt, mich von diesem alten Esel anbumsen zu lassen. Dieser endlose Druck, die ewigen Schläge. Oh, also auch ein Körpertherapeut. Ob es wohl stimmt, was die Leute über die Körpertherapeuten sagen? Ich sehe dein Problem und ich bin die Lösung. Das ist ja einfacher, als ich dachte. So bist du also bereit zur schmutzigen Tat? Das ist ja einfacher, als ich dachte. Hey, meine Süße, ich bin immer gerne bereit, einer Dame in Not zu helfen. Was für ein Dämlack. Ja, ich brauche Hilfe. Du sollst es nicht bereuen. Wie wär's mit einer kleinen Kostprobe? Gleich jetzt. Kostprobe? Das ist mehr als nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die da kommen. Oh! Komm heute Nacht in meine Kabine und da besprechen wir, wie wir es machen. Ich werde mir meinen Plan zurechtlegen. Er übernimmt das Töten, ich komme ungeschoren davon. Klingt großartig. Wann kannst du mich einweisen? Moment! Welche Kabine? Wie heißt du? Oh! Alle Bowlingspieler, die ihren Teil des Wettbewerbs noch nicht beendet haben, bitte sofort zur Bowlingbahn. Es sind noch Bahnen frei. Okay, meine Leute, das ist ein gutes Beispiel für paradoxe Kommunikation. Also, er geht davon aus, er kriegt heute das, oder wann auch immer, das Paradies auf Erden und sie geht davon aus, dass der kleine Larry ihr Problem beseitigt. So, was haben wir hier? Spitzentuch. Übrigens, ich habe probiert, das Dreier riecht nicht mehr.
Doch, das war ja, was war denn? Vierer war, glaube ich, die Ische, ne? Ne, vier riecht leider nicht mehr. Drei, also das Deo roch noch ein bisschen. Müssen wir mal ansehen. Das Deine mysteriöse Verabredung scheint ihr Taschentuch fallen gelassen zu haben. Okay, dann nehmen wir das doch mal. Das mysteriöse Taschentuch. Und sind bei 702 Punkte. Und ein Dildo fehlt uns noch. Okay. So, pass mal auf. Nachttisch, wie war das? Nachttisch für Blinde. Kommen wir da irgendwie direkt rein? Dann müssen wir die Küche, ne? Jetzt müssen wir hier einfach sich reinkommen, theoretisch. Cybersniff 2000. 9. Das riecht, glaube ich, nach Schokolade. Ja, das riecht echt noch nach schwarzer Schokolade, liebe Leute. Das ist unglaublich. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Sehen wir hier einen Dildo? Och, der ist geschmolzen. Geschmolzener Elch. Das ist aber tragisch, einen geschmolzenen Kollegen so zu sehen. Die Überreste des Schokoladenelches bilden eine klebrige Pfütze in der Mitte des Tisches. Aber dass ich keine Frauen gespürt habe oder ab... Der gesamte Raum riecht nach Schokolade. Ja, ja, das riecht tatsächlich. Ja, nach Zartbitterschokolade. Echt cool. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken, hier ansehen. Wieder die 4. Das ist dann wohl ihr Parfum. Nee, aber die 4 riecht leider nicht mehr. Was haben wir denn da? Gefaltetes Blatt. Hier liegt ein gefaltetes Blatt Papier. Okay, nehmen wir mal. Mal sonst irgendwas machen, wie das Dekor. Kommen wir wieder raus, hier. Das will ich mir mal ganz kurz angucken, das Papier. Lebensversicherungspolice, liebe Leute! Diese Lebensversicherungspolice in Höhe von $1 Milliarde ist ausgeschrieben auf Aristoteles K. Ambumsen. Als Begünstigte wird Annette B. Ambumsen angegeben. Die Police verströmt einen äußerst schwachen Duft. Das ist K. Ambumsen. Okay. Das ist auf jeden Fall amtlich. 1 Milliarde. Meine Leute, stell mal vor, ihr habt... 1 Milliarde. Würdet ihr für 1 Milliarde töten? Ich stelle euch jetzt eine sehr schwere Frage. Würdet ihr das machen? 1 Milliarde für ein Menschenleben? Auch wenn er 150 Jahre alt ist? Ich glaube nicht. Das ist immer eine Situationsfrage. Also jetzt aus meiner jetzigen Situation heraus würde ich sagen, never ever. Menschenleben ist mit Geld einfach nicht zu bezahlen, aber man weiß ja nicht, in was für Situationen man noch kommt. Nehmen wir einen Nieswächter, das haben wir gelernt, ne, als wir Clanfäckel gegessen haben. Der Nieswächter ist unverzichtbarer Bestandteil eines modernen Buffets ohne Bedienstete. Ja, das ist super. Was haben wir hier? Buffettisch. Auf dem Tisch siehst du nur noch Krümel, Schlagsahneflecken und kleine Plastiksurfer. Okay. Du meinst? Ja, das Nachtischtesten ist vorbei. Schade. Faszinierend, was man mit Druckformguss alles machen kann. Eine schöne Palme. Der Cyberpalm 2000 ist keine echte Palme, sondern nur eine unglaubliche Simulation. Eine unglaubliche Simulation? Sind wir auf dem Holodeck oder was? Ist der Luftschacht? Du erinnerst dich lebhaft daran, wie du durch diesen Schacht gekrabbelt bist, als du im Dunkeln in dieses Zimmer kamst. Ja, ja. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Meine lieben Leute, denn jetzt gucken wir mal ganz kurz. So. Okay. So, ich weiß nämlich jetzt, meine lieben Leute. Das weiß ich noch aus von vorher. Den müssen wir jetzt, glaube ich, mit dieser Gleitcreme benutzen. Ja. Und jetzt, liebe Leute, was sagt denn Big Lebowski? Beziehungsweise der andere. Lass uns bowlen, Dude. Genau das werden wir jetzt machen, liebe Leute. Wir werden jetzt bowlen. War das hier genau? Lass uns bowlen, Dude. Achtung, bitte. Eine Durchsage. Okay. Margaret hat den Wettbewerb als bestangezogene Frau gewonnen. Gratuliere, Margaret. Okay, dann würde ich sagen, guck mal hier in den nochmal. Er scheint besser zu sein als du. Okay, lass mal. Wir haben ja jetzt das Deo da reingeballert, ne? Dann benutzen wir jetzt mal unsere... TLP-Punktekarte, wo die Bowling-Pins sind. Wir wissen ja jetzt, wie die da hochkommen, ne? Wir haben es ja gesehen. Wir haben gesehen, auch wie die Bühne das geschnitzt haben. Alles ganz wissenschaftlich und wir spielen jetzt mal eine Runde.
So, ich mach erstmal einen Probestoß. Oder Wurf. Glaub, beim Bowlen nennt man das, glaube ich, Wurf, ne? Das war schwach. Okay. Durch die Bewegung des Schiffes schlingert deine Kugel wie verrückt. Machen wir gleich nochmal. Weil wir müssen ja zu. Wir brauchen ja den Boden. Das ist ja so. Ne? Und insofern nehmen wir den jetzt mal. Und. Wir haben gesehen, der gute Mann hier, ne? Der reibt seine Kugel immer ab, ne? Hier, Lappen, ein bisschen Lappen. Er scheint besser zu sein als du. Wo er herholt, will ich jetzt nicht näher drauf angehen. Mit dem Reden. Er kann dich nicht hören. Gut. Und selbst wenn. Würde er nicht mit dir reden. Ah, okay, das ist anzusehen. Na, der gute El Bundy, der macht das ja auch immer, ne? Und der reibt ja auch immer bei seine Kugel, ne? Das ist ja El Bundy, bin ein alter El Bundy-Fan, ne? Hab ja auch die Sims hier mit El Bundy probiert, ne? Und dieses Bowling-Gefecht, meine lieben Leute, das werden wir uns in der nächsten Folge geben. Das wird rumsen, bumsen, ne? Jack und Nassis anbumsen oder wie, das ist auch das ist ganz schrecklich. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne, hab ich eine Rede, Freunde. Haltet euch vergangen. Ciao, ciao, sagt er. Ich spiele 45. Lass uns bowlen.